Guten Morgen. Heute übernimmst du den frühmorgendlichen Flixtrain auf der Fahrt nach Bremen zwischen Aachen und Köln. Abfahrt ist um 4:46 Uhr. In Köln sollten wir dann um 5:20 Uhr sein. Wir haben noch eine Türsteuerung, die ein wenig gestört ist, dazu gleich mehr. Ich begrüße euch aber ganz, ganz herzlich zu diesem Szenario hier mit dem Flixtrain in unserem Taurus. Dahinter die modernisierten Flixtrain-Wagen. Es regnet, das Wetter ist nicht gerade toll. Wir haben hier übrigens die Version vom Flixtrain von der Lok, die auch wirklich alle Anschriften hier an der Seite hat. Dann gehen wir einmal in den Führerstand rein, Fahrtrichtungswender schon mal in Vorwärtsstellung. Wir müssen die Türsteuerung nach links drehen, um die Türen auf der rechten Seite zu öffnen. Das ist halt leider so, aber das ist szenariobedingt so. So, wir stehen einmal auf. Gehen mal nach hinten in den Motorraum. LZB und SIFA, PZB an. SIFA an. Dann nehmen wir hier einmal die Sonnenblenden runter. Die brauchen wir hier nämlich nicht. So, setzen uns wieder. Dann einmal hier zu dem Schaltschrank. Wir hätten gerne vorne die Spitzensignale und hinten zwei weiße Lichter. PZB bitte auf Betrieb. So, Stromabnehmer, Wahlschalter, das ist in Ordnung. Der hintere Stromabnehmer ist nämlich gehoben. Das passt alles soweit. Federspeicherbremse müsste schon gelöst sein. Gut. Dann setzen wir uns mal. Können schon mal die Türen schließen. Und Schließbefehl. Mal schauen, ob das klappt. Achso, ich muss die Türen vermutlich noch auf links gedreht haben. Wir sind schon zu spät übrigens und jetzt schließen, ne? Genau, Türen sind zu. Ist die Tür da hinten noch auf? Nee, die ist zu. Okay, ich verstehe nicht, warum es schneit. Ich habe eigentlich Juni eingestellt. Okay, dann ist das halt so. So. Den Wahlschalter noch auf 0. Machen wir uns noch die. Ist die PZB überhaupt an? Ich kann das gar nicht erkennen. Nee, ne, die PZB ist aus. Was ist da angekommen? Ah, okay. Ein Dosto. Jetzt ist die PZB an. Okay, die Frage ist, ist die LZB jetzt auch an? Ist auf normal? Ist auf normal, ja. So, dann würde ich sagen, setzen wir uns, lösen die Bremsen und fahren endlich mal los. Okay, du fährst nicht los. Warum? Doch. Idealerweise machen wir uns noch die Spitzensignale an. Und die Zuglichter können wir auch anmachen. Ausfahrt mit 40. Flugbeeinflussung. Machen den Scheibenwischer an. Oh, oh, oh. Also, Witterungsbedingungen sind wirklich nicht gut. Ich finde es ein bisschen verwirrend, ehrlicherweise, denn ich habe tatsächlich eingestellt, dass wir mit
Regen fahren, aber eben im Juni. Und aus irgendwelchen Gründen denkt der TSW, dass es von den Temperaturen her im Juni so kalt ist, dass der Regen zu Schnee wird. Gut, dann wird das ungewollt eine winterliche Fahrt. So, ich hätte gern die AFB auch noch. So, ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Wir können mal hier den Roadrunner aktivieren. Also einmal hier zweimal da drauf drücken. AFB an. Da können wir ein bisschen runter. Hat das mit dem Roadrunner nicht geklappt? Doch. Dann können wir jetzt auf die 100. Also wir sehen schon, wir dürfen wirklich nicht zu viel Leistung aufschalten. Das müsste der Sander hier sein. Machen wir mal den Sander an, solange wir beschleunigen. Okay, also zum Szenario. Das Szenario ist mal wieder vom guten Tom. Wir sind schon mal so ein ganz ähnliches Szenario gefahren. Auch der FlixTrain 30, allerdings das zu einer anderen Uhrzeit und mit anderem KI-Verkehr und alles. Wir haben nämlich tatsächlich die Möglichkeit, dieses Szenario wieder zu fahren. Das ging ja lange nicht mehr, weil es eben ein Safe-Game war und seit dem Engine-Update auf Unreal Engine 4.2.6 haben ja Safe-Games nicht mehr funktioniert und jetzt klappt das wieder, weil die Formation mit dem Taurus und den Intercity-Wagen halt vom Spiel aus drin ist im TSW, nämlich seit Dresden-Chemnitz, weil ja da die Eurocity-Züge als KI-Verkehr eben mit der 182 bespannt werden, mit der MRC 182 und dahinter eben die Intercity-Wagen vom Baureihe 101 Add-on. Heißt also, dementsprechend haben wir jetzt diese Formation Vanilla im Spiel. Mehr oder weniger. Man kann nicht so ganz easy von alleine im Szenario Planner darauf zugreifen. Da braucht es auch schon so einen kleinen Befehl in der Engine. Heißt also, das Ganze funktioniert natürlich für Konsolenspieler nicht. Aber diejenigen, die da im PC sind, die können sich das hier runterladen und dann mit dem FlixTrain hier rumfahren oder halt eben generell mit diesem Konsolenbefehl. Generell mit diesem Konsolenbefehl dann dementsprechend diese Formation auch nutzen im Szenario Planner. So, Lüfter automatisch, Luftkompressor brauchen wir nicht, machen wir den Lüfter auf jeden Fall ein. Sind nämlich in höheren Geschwindigkeiten unterwegs, da kann man sowas mal gut und gerne benötigen. So. Was können wir noch machen? Zugsammelschiene ist an. Jawohl, mach mal ein Foto. Das können wir machen. Oder? Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Können uns mal die Wagen angucken. Beide nach dem Tunnel vielleicht. Kurz einmal Fernlicht an. Scheinwischer können wir eigentlich ausmachen. Aus, nicht schneller. Aus, nicht schneller. Ja, okay, jetzt lass die an. Aber mach sie langsamer. Geht nicht. Shift-V? Ah, Shift-V. Ja, gut, das ergibt Sinn. Ja, vielleicht auch ein bisschen schneller. Genau, wir gucken uns die Wagen an. Bevor ich rausgehe und man mich eh nicht mehr hört. Also die Wagen sind ein Repaint für den FlixTrain Taurus. Sowie für die Intercity-Wagen. In der Videobeschreibung auch der Link zu dem Szenario selbst ist in der Videobeschreibung. Ja, so die Wagen, die modernisierten FlixTrain-Wagen, ist ein Repaint von den Intercity-Wagen. Bei der Lok sind tatsächlich alle Details so mit dabei am Wagenkasten etc. Bei den Wagen ist das, bei den Personenwagen ist das noch nicht der Fall. Die sind noch nicht überarbeitet worden. Aber das kommt irgendwann noch, so Ankündigung auf 120.
guck mal, dass wir bremsen, ohne ins Schleudern zu kommen. Immer ein bisschen Zugbremse mit dazu. Ich glaube, bei dieser Schlitterpartie ist das sowieso sinnvoller. Ich will auch nicht von einem Geschwindigkeitsprüfabschnitt abgeschossen werden. So, wir lösen wieder. Gehen mit der AFB runter auf die 120. Ich glaube, das Fernlicht ist noch an, ne? Ja. Normale Signallichter. Ankündigung auf 110. Also schön mit der E-Bremse rein. Und E-Bremse wieder auslösen, AFB runter auf die 110 und ein bisschen wieder Leistung aufschalten. So, genau, also wir gucken uns jetzt mal noch kurz die Wagen an. Wie lang geht es natürlich, ne? Klar. km/h zugelassen. Dann die Seite ist Köln. Dürfen, na gut, immer noch 110 fahren, sehr gut. Hier der Bahnübergang. Und die Freigabe von 160, wir benutzen den Roadrunner dafür einfach praktisch den Leistungshebel da zweimal draufklicken. In Realität drückt man, glaube ich, den Roadrunner einmal runter, AFB hoch auf die 160 und Leistung aufschalten, nicht zu viel. Ein bisschen Sandstreuer nutzen. Ja, ich glaube, so 40% Leistung müssten reichen. Ja, ein bisschen 50. Ja, mal wieder eine ordentlich nette Abwechslung zur Baureihe 612. Die sind wir jetzt ein paar Mal gefahren. Die ist halt viel anstrengender zu fahren, muss ich sagen. So ein Taurus fährt sich halt einfach vom Aufwand her, den man im Führerschein betreiben muss, von der wirklich reinen Arbeit, fährt sich so eine 612 einfach deutlich anstrengender. Na, ich hätte gerne nur die Fahrplanleuchte da oben. So, genau. Finde ich eigentlich ganz cool, dass wir hier diese Leuchte tatsächlich bedienen können. Geht mit Shift L, glaube ich, habe ich sie jetzt gerade angemacht. Wir müssten auch gleich irgendwann in die LZB aufgenommen werden. Signal ist weiterhin grün.
Ich habe überhaupt tatsächlich nicht reingeguckt in den KI-Verkehr zu dem Szenario. Habe also überhaupt nichts dran geändert, keine weiteren Repaints oder sowas eingefügt, sondern das, was wir hier sehen, ist praktisch das, was dann in diesem Szenario mitgeliefert wird. Da bin ich jetzt selbst natürlich sehr, sehr gespannt, habe mich also nicht gespoilert, ob uns vielleicht irgendein kleines Schmankerl noch begegnet. Wir hatten ja schon jetzt gerade die Lokzugfahrt der 143er. Ich habe mich leider vorhin im Aachener Hauptbahnhof nicht wirklich umgesehen, was da so stand. Den ICE habe ich gesehen, den Dostum mit der 146. Aber das war es dann auch tatsächlich. Aber mal sehen, bestimmt gibt es da noch irgendwas Interessantes. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass es schneit. Passt ja aktuell zu der Kälte draußen, auch wenn es Stand jetzt der Aufnahme bei mir zumindest nicht wirklich bisher geschneit hat. Aber so vom Fahrgefühl her finde ich das irgendwie etwas gemütlicher. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich, wenn man hier in diesem warmen Führerstand sitzt, draußen alles kalt um einen herum. Das ist schon nicht schlecht. Was allerdings schlecht ist, ist die Tatsache, dass uns hier eine zweite Lok immer noch angezeigt wird. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Da ist der MRCE Taurus da ein bisschen eigensinnig, was das angeht. Ein bisschen sehr optimistisch. Optimistisch ist vielleicht das passende Wort. Ah, das ist ein euphemistisches Wort. Vielleicht wird das irgendwann gefixt. Wenn nicht, auch nicht schlimm, ganz ehrlich. Es gibt Schlimmeres. Ich kann diesen zweiten Balken auch einfach ignorieren, wo Lok 2 steht. Interessant ist halt auf jeden Fall, dass die Software es zulässt, dass der Taurus in Vierfachtraktion fahren kann. Was allerdings sehr schade ist, ist, dass die Ampere-Anzeige hier nicht funktional ist. Also wie viel Gesamtstrom gerade hier durchfließt. Finde ich dahingehend schade, weil an sich die Technik müsste ja da sein. Es gibt ja hier die 155 oder die 143, die 112 etc. Da kann man ja anhand der Tachonadeln sehen, wie viel Ampere da gerade durch den Zug durchfließt. Hallo? Kollege im Taurus. Naja, also von daher verstehe ich nicht ganz, warum das hier nicht angezeigt wird, weil technisch gesehen müsste es umsetzbar sein. So wie ich es verstanden habe. Aber gut. Technisch mesch nicht. Technisch. Ist auch egal. Ja, was können wir noch machen hier im Führerstand? Nichts. Das ist ein Führerstand, um einen Zug zu fahren, nicht einen Spielplatz. Ja, schon ein Spielplatz für einen selbst, ne? Wir sind ja nur in der Simulation. Für mich ist alles ein Spielplatz. Ja, da ist die LZB. Hat mich kurz wieder wach gemacht. Also einmal den LZB-Hebel nach vorne. Oh. Da wird die 80 angekündigt. Müssen wir mal selbst direkt reinbremsen. Das ist dann sind wir jetzt gleich hier bei Düren, glaube ich. Da werden wir dann unsinnigerweise über das Bahnsteiggleis geleitet. Das ist halt so einfach bei der Strecke Köln-Aachen im Szenario Planner in diesem vorgegebenen Weg so mit drin. Da kann man eben selbst als jemand, der das Szenario baut, nicht großartig was dran ändern. Wir werden allerdings nicht halten, sondern frecherweise durchfahren. Okay, warum bist du jetzt langsamer als 80? Ah, sehr gut. Ab hier gelten dann die 80.
So, einmal hier runter. Herrlich, oder der Intercity? Das ist zu viel, da kommt die LZB. Ah, die LZB kommt nicht wirklich mit den Witterungsbedingungen hier zurecht. Ja, man merkt das. Normalerweise macht man das ja, glaube ich, zumindest bei guten Bedingungen so, dass man die. Ach, ich kann das auch hier an- und ausmachen. Ah, das wusste ich nicht. Also normalerweise ist das ja, glaube ich, so bei guten Bedingungen drückt man ja sowohl den AFB-Hebel als auch den LZB. Als auch den Leistungsschalter, den Leistungshebel komplett durch bis zum Anschlag und lässt somit praktisch die LZB alleine machen. Aber zumindest im TSW ist es so, wie es in Realität ist, weiß ich nicht, aber im TSW ist es offensichtlich der Fall, dass dann einfach zu viel Leistung aufgeschaltet wird und die entsprechende Traktion aber nicht vorhanden ist bei solchen Witterungsbedingungen wie jetzt, wenn die Gleise nass sind, beziehungsweise sogar vereist sein könnten, dann empfehle ich tatsächlich, wenn man LZB fährt, unter solchen Bedingungen dann vielleicht doch nicht den Leistungshebel komplett durchdrücken. Okay, wir dürfen 200 fahren, 230 sogar, weil die LZB aber nicht weiß, dass wir nicht schneller als 200 fahren dürfen, aufgrund unserer Personenwagen, habe ich jetzt auch mal die AFB auf dem VMAX 200 eingestellt. Normalerweise ist das so, hier gibt es irgendwo das LZB-Eingabegeräte, ich weiß jetzt nicht, wo das hier ist. Oder ob man das nicht vielleicht sogar direkt hier in diesem Display macht, kann auch sein. Ansonsten gibt es hier irgendwo für die LZB noch ein Gerät, wo man dann die Zugdaten eingibt, sowas wie Zuglänge und Gewicht und VMAX und alles. Das war eine 423. Haben wir natürlich nicht, dementsprechend müssen wir dann selbst ein bisschen gucken, dass wir nicht die Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Ja. Unsere Lok hat es ja theoretisch drauf. Unsere Lok kann ja 230. Nach langer, langer, langer Zeit, okay, ich weiß nicht, wie lange es tatsächlich heißt, aber nach gefühlt ewiger Zeit mal wieder in diesem Bereich 160 plus, also Hochgeschwindigkeitsbereich, nicht schlecht, habe ich schon sehr vermisst. Ist ja nicht so oft möglich im TSW aktuell, ne? Dresden-Riesa lässt ja auch nicht mehr als 160 zu. Und alle anderen Routen, mit Ausnahme von Köln-Aachen und München-Augsburg, ebenfalls nicht. Und auf München-Augsburg können wir halt nur den ICE fahren und auf Köln-Aachen ja auch eigentlich nur. Es sei denn, wir haben halt so wie jetzt gerade ein tolles, tolles, tolles Szenario. Also gerade lokbespannt ist man sehr, sehr selten in diesem Geschwindigkeitsbereich unterwegs. In der Regel eher mit dem Kollegen hier links. Ja, bei den Repants ist es halt die Sache, der Innenraum ändert sich dann natürlich nicht.
Die Sitze etc. bleiben natürlich die gleichen. Das Interieur ist natürlich das Intercity-Interieur. Finde ich auch schöner als das Flixtrain-Interieur. Wobei ich ehrlicherweise mit dem neuen Flixtrain-Interieur, also neu in Anführungszeichen, die Wagen wurden ja glaube ich schon vor 2 Jahren oder sowas überarbeitet, gefacelifted. Seitdem bin ich tatsächlich nicht mehr im Flixtrain gewesen. Einmal tatsächlich aber schon. Damals noch mit dem alten Interieur. Wir haben ja auch die nicht modernisierten Wagen übrigens im TSW. Ne? Gibt es ja auch. Als Repaint. Oh, wir fahren 200. Nice. Und ja, auf der Fahrt damals in dem nicht modernisierten Interieur richtig schön in so einer Kabine mit diesen ganz, ganz alten Sitzen richtig schön gepolstert. Ach, das war Reisen. Also da hätte ich wirklich Ewigkeiten drin sitzen können, hätte ich gar kein Problem mit gehabt. Richtig gemütlich, richtig viel Platz und alles. Und Flixtrain hat aber die Schande gewagt, dieses ganze Interieur da rauszureißen. Und hat stattdessen dann. Glaube ich, aus all den Wagen Großraumwagen gemacht. Mit diesen Flixtrain-Sitzen, die, glaube ich, auch in den Bussen verbaut sind, von denen. Also, ich glaube, das sind tatsächlich die gleichen. Ja, finde ich jetzt nicht so schön, aber whatever. Huch, Entschuldigung. Aber ist doch ein Ticken zu hell. Hier noch die 423 und da hinten zischen wir weg. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Kamera ist, ob wir den Flix schon überhaupt einholen können. Ich probiere das mal aus. Ja, wir sind ganz leicht schneller. Nichts, da brauchen wir Ewigkeiten für. So, in 7 Kilometern müssen wir auf 160 runter. Man sieht einfach, wie schnell diese Distanzen runter plumpsen. Also wirklich für 100 Meter, was denn? 2 Sekunden? 3? 3 ungefähr.
Jetzt rollen wir einfach nur noch, ehrlicherweise. Leistung ist weg. Also speisen wir gerade ordentlich Energie zurück. Und wir können jetzt schon mal langsam in die E-Bremse rein. Also Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Da. Will ich jetzt nichts wagen bei solchen Verhältnissen. Bevor dann die LZB auf die Idee kommt, einfach mal eben hier die Vollbremsung reinzuhauen oder so. So, die 160 sind erreicht. Ankündigung auf 70 in ungefähr 3 Kilometern. Wir rollen also weiterhin. Ich werde jetzt nicht großartig an der Geschwindigkeit was. Oh. Wir müssen bremsen. Oh, nur noch 3 Kilometer. Also hier 182 und in der Citybahn, da könnte ich auch ehrlich, ganz ehrlich, auf längeren Strecken auch gerne mal unterwegs sein. Das macht schon viel Spaß. Dürfte nicht vergessen, gleich LZB Ende auf jeden Fall auch zu bestätigen. Das müsste irgendwann kurz vor Köln Hauptbahnhof sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ist das schon. Also LZB Ende gedrückt, ne? Also hier einmal praktisch hier LZB frei, nicht LZB Ende. So, ich habe vergessen, wann wir eigentlich da sein sollten. Wir haben jetzt 15.18 Uhr und wir hätten da sein müssen um 5, nicht 15 Uhr, sondern 5.20 Uhr. Ob wir das ganz pünktlich schaffen, weiß ich nicht. Vermutlich nicht, aber ganz leichte Verspätung, das ist in Ordnung. So, Ankündigung auf 60. Mit der E-Bremse rein. Okay, so LZB ist jetzt weg. Heißt also, wir sind wieder auf uns gestellt. So, wir lösen wieder. Können wir eigentlich schon Leistung aufschalten, ist die Frage. Also erstmal hier auf die 60. Ja, müsste eigentlich gehen. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Vermutlich war hier irgendetwas vorsignalisiert im Sinne von Halt zu erwarten. Würde halt Sinn ergeben, weil wir in Köln Hauptbahnhof reinfahren. Das hätte ich natürlich wissen können. Aber hätte.
und so weiter. Aber die Wagen sind schön, oder? Also so in den Farben hier. Gefällt mir. So. Na, fährst du? Was ist? Achso, willst du, dass ich die AFB einmal auf Null stelle? Vermutlich. Ja. Auch schön, dass hier auch unser Ziel ausgeschildert wird, Köln. Ja, sei still. So, wir fahren nicht schneller als 40. Befreien können wir uns jetzt nicht. Weil wir... ne, wobei, wir könnten uns, glaube ich, theoretisch schon befreien. Oder? Weiß ich nicht. So, ab hier gilt auf jeden Fall... Ja gut, ab hier gilt sowieso 40. Also vollkommen egal. So. Ich bin noch gespannt, was wir jetzt hier sehen werden an rollendem Material. Ein ECE habe ich schon mal erblickt. So, wir können gleich den Scheibenwischer ausmachen. Das müsste dann mit Shift V gehen. Interessant, dass hier schon kein Schnee mehr liegt. Aber es schneit trotzdem. So, aber ab hier dann nicht mehr. Von daher Shift V. Shift V. Shift V. Gut, ist aus. 612 hier links. Und wir bremsen. Langsam. Ab hier liegt dann wieder Schnee. Also irgendwas ist hier ein bisschen kaputt an der Strecke, dass der Fahrplan einfach dachte, es sollte schneien im Juni. So, dann Türen den nach links drehen und Türen auf. Dann schauen wir uns noch im Bahnhof um. Also ICE. Dosto hier vorne. Hinten dran eine 146. 612. In 1, 2, in Doppeltraktion. Und ein Intercity. Und zwar mit Lok in welcher Richtung? Wo ist die Lok? Da ist sie. Gar kein Intercity, ein Eurocity. Oh, hey, ich wollte mich hier noch umgucken. Wie frech ist das denn bitte? Beendet er hier einfach so das Szenario. Gut, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.